Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu State of Mind. Wie geht es Ihnen heute Morgen, Sir? Gut. Großartig. Soll ich Ihnen ein... Nein. Hi, Steve. Richard, du machst ja Sachen. Wie geht's dir? Ich lebe noch. MediCentral hat uns verständigt. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Sicher habt ihr das? Im Ernst? Frank sagt, du sollst dich ruhig noch schonen. Ich bin okay. Ich komme gleich, muss mal mit dir reden. Persönlich. Okay. Jenny hat schon sowas angedeutet. Es kommt immer alles auf einmal, was? Also dann, bis gleich. Bis gleich. Holo-Pinwand. Neue Einträge. Wo ist James und wer ist der Mann im Apartment? Ja, gute Frage. Wir haben ja beim letzten Mal das Memory-Modul von Simon entfernt. Und das müssten wir eigentlich mal untersuchen, ne? Haben wir die Statue eigentlich schon? Ach, das ist die Weltkarte. Es geht gar nicht um die Statue. Suchen Sie etwas. Kann ich Ihnen helfen? Du kannst mir helfen, indem du den Mund hältst. Ich finde, der ist echt ein bisschen aufdringlich, der Roboter. Aber gut. Haben wir inzwischen wenigstens Essen? Zur Assemblierung dieses Produkts. Natürlich nicht. Bienenhonig, Weizen, Palmöl. Keine Honey Loops für uns. Klasse. Achso, da drüben, das ist das Fahrrad. Aber wir müssen mal gucken, ne? Am Cloud Hub können wir bestimmt den Memory Chip, wenn ich ihn erfinde. Was ist denn eigentlich mit dem kaputten? Das ist kein Spiegel, oder? Als Spiegel wäre das echt scheiße. Wo ist James? Tracy ist nicht bei ihren Eltern. Wo ist mein Sohn? Ja, der Mann im Apartment. Wer hat Tracy im Apartment besucht? Steve muss mir helfen, Simons Modul auszulesen. Ach, deswegen wollen wir mit ihm reden. Alles klar. Ich dachte, wir machen das über einen Cloud Hub. Scheinbar nicht. Okay. In dem Fall können wir noch jemanden anrufen. MediCentral. Jetzt nicht. Ja, dann halt nicht. So, schauen wir mal, wie wir am schnellsten zu Steve rüberkommen. Sind Sie sicher, dass Sie schon wieder arbeiten können, Sir? Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Dankeschön. Zwielichtig. Und irgendwie auch gar nicht so schön wie in City 5. Das ist das Gebäude, in dem wir wohnen. West Plaza Tower. Da können wir Taxi fahren. Oder mit dem Motorrad. Der Mars, unsere Zukunft. Als sicher? Mars-Kolonist bei Red One helfen Sie mit, eine neue Welt zu erschaffen. Neu anfangen, Zukunft mitgestalten. Zu den Ersten gehören. Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich mit einem gültigen Nanoscan bei Marsset Incorporated. Gut, wenn die Erde natürlich komplett am Arsch ist. Identifizierte Person Felix Enders. Okay, also es gibt ja echt... Bots haben meinen Job gestohlen. Es gibt ja echt Arbeitslose, Obdachlose. Bots haben Ihnen den Job weggenommen? Wo haben Sie gearbeitet?
In einer Botfabrik. Was? Die Bots bauen sich jetzt selbst? Ist ein bisschen komplexer. Aber mehr passt da nicht aufs Schild. Sorry, ich hab nur diesen Riegel. Mein Assembler streikt. Danke, Mann. Sie sind ein Heiliger. Ja, weiß ich doch. Ich weiß gar nicht, ob der Riegel in meinem Inventar war. Okay, also unsere Frau möchte zum Mars fliegen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Mars, unsere Zukunft. Ja, habe ich ja kapiert. Als Mars-Kolonist bei Red One helfen Sie mit, eine neue Welt zu erschaffen. Kirchenwerbung. Diese orangene Mülleimer, ne? Hey Mann, warte doch mal. Passwörter, Wizards, Dark Cloud Logins. Jace hier besorgt ihr alles. Lasst mich in Ruhe mit eurem Zeug. Aber echt? Sag mal, bist du nicht... Möglicherweise. Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Helfen Sie unseren Behörden, Kriminalität effektiver zu bekämpfen. Helfen Sie unseren Behörden, das Leben künftiger Generationen zu verbessern. Ein Nanoscan dauert nur 2 Minuten. Ja, ich hoffe, ihr habt euch alle in der Knochenmarkspende-Datei registrieren lassen. Dauert ungefähr ähnlich lange wie ein Nanoscan. Illegales Druckmedium. Uff, dieser Gegenstand entspricht nicht den Registrierungs- und Sicherheitsrichtlinien der United States of the West. Der Besitz und die Weiterverbreitung sind untersagt. Der Gegenstand ist meldepflichtig. Breakpoint, fight with us. Breakpoint? Mach den Kalibrierungsschlüssel, habe ich hier auch noch. Und das Modul. Und jetzt auch diesen Flyer. Illegal. Print Item. Der Besitz und die Weiterverbreitung sind untersagt. Der Gegenstand ist meldepflichtig. Okay, sieht vorne und hinten quasi gleich aus. Nur negativ. Nanoscan-Zelle. Aha, okay. Diese Zelle ist Eigentum der Regierung. Bitte halten Sie sich an die Vorschriften der Polizei. Jegliche Beschädigung der Zelle ist strafbar. Deswegen auch der Polizeibot davor. Lass dich scannen, dann hat wenigstens einer von uns eine Chance. Da spürst du gar nichts, wie beim Radiologen. Nice. Warte mal, da hinten gab es doch noch irgendwas, was ich mir jetzt nicht angeguckt hatte, oder? Da gibt es noch einen Kiosk. Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Helfen Sie unseren Behörden, Kriminalität effektiver. Achso, das waren die Taxis. Helfen Sie unseren Behörden, das Leben künftiger Generationen zu verbessern. Ein Nanoscan dauert nur 2 Minuten. Da oben ist die Bahnstation. Randy Schulzheimer. Okay. Big Pack. Na, wenigstens einer, der mein Geschäft am Leben hält. Wollten Sie nicht auf den Mars? Neu anfangen und so weiter? Ja, ich habe mich scannen lassen, Nolan. Schon klar, dass Sie das albern finden. Ich habe nun mal meine Prinzipien. Und ich habe nun mal Hypotheken. Was habe ich denn jetzt? Halten Sie Abstand zu den Wänden. Was habe ich denn jetzt gekauft? Nichts. Okay. Das war also deutlich erfolgreich. So, haben Sie Kinder? Helfen Sie unseren Behörden, das Leben künftiger Generationen zu verbessern. Ich habe keine Zeit. Sir, diese Zeit sollten Sie sich aber nehmen. Ich würde mir lieber die Zeit nehmen. Von The Voice, Ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Berlin. Auf ein Produktionsgebäude von Kurtz Robotics ist ein weiterer Bombenanschlag verübt worden. Die Behörden vermuten ein Attentat der radikalen Technologiegegnergruppe Breakpoint. Es war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb weniger Tage. Warschau.
Ein Drohnenangriff der Eastern Union auf die östliche Sicherheitszone hat in der Innenstadt... Ich soll gar nicht Magnetbahn fahren, glaube ich, oder? Ein 250 Stockwerke hohes Verwaltungsgebäude soll ich hier auf wurde Arbeit von 5 Marschflugkörpern getroffen und brannte bis auf die Grundmauern aus. New York. Die Marskolonie Red One testet zurzeit ihre autonome Energieversorgung. Das teilt ein Sprecher der Siedlungsgesellschaft. Gut, aber ich verstehe jetzt auch, warum ich hier ungern Fahrrad fahre. Ach nee, Adam hat erst Fahrrad, ne? Oder? Er hat das Fahrrad. Nee, Nolan. Richard. Hallöchen. Willkommen, Mr. Nolan. Sie werden erwartet in Stockwerk 247. 247. Hört sich hoch an. The Voice Haupteingang. Dieses Gebäude wird überwacht, in Anordnung des Service- und Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Klasse. Okay, geräumig ist es. Okay, nicht zu viel Koffein. Guten Morgen. Morgen. Richard, ich komme später nochmal auf Sie zu. Aha. Wer ist er? Das ist Mr. Davis, Sir. Davis? Nie gehört. Ist er neu? Mr. Lloyd wird Sie einander vorstellen. Sie werden erwartet bei Mr. Lloyd. Herr Gott, was ist denn so dringend? Ich gehe jetzt erstmal zu Steve. Bei Mr. Lloyd werde ich also erwartet. Richard, na komm, lass dich mal anschauen. Jo, Carrie, alles klar. Carrie Schmidt, News Analystin. Carrie, würdest du Steve und mich kurz allein lassen? Ja, sicher. Was ist denn los? Augenblick. So, was ist sein Job? Achso, er ist der Lektor. Du siehst gut aus. Du solltest öfter ins Krankenhaus gehen. Ja, danke. Du erholst dich aber noch eine Weile, oder? Ich muss arbeiten, Steve. Ach, Unsinn. Wir haben doch jetzt Troy. Mach Pause. Denk an deine Gesundheit. Ach, Troy ist mein Ersatz, ne? Was macht dieser Troy überhaupt hier? Wofür hat Frank ihn eingestellt? Tja, das fragst du ihn am besten selbst. Unterstützung für das Team. Mehr hat er uns auch noch nicht gesagt. Aha. Ach, ich glaube, ich werde ersetzt. Hör mal, Steve. Ich muss mit dir reden. Es ist wegen Tracy. Ihr trennt euch doch nicht etwa. Wie kommst du denn darauf? Hey, das war nur... Das war nur was? Wie kommst du darauf? Hat Tracy was zu dir gesagt? Naja, Jennifer hat mal was angedeutet, dass ihr Ärger habt. So. Und warum erzählst du mir nichts davon? Naja... Sowas kommt ja schon mal vor. Man denkt doch nicht immer gleich ans Schlimmste. Tracy ist weg. Wie? Weg? Sie hat gesagt, sie wollte mit James zu ihren Eltern. Sonntag wollte sie zurück sein. Sonntag war gestern. Hast du schon... Ich hab überall angerufen. Bei ihren Eltern ist sie nicht, im Krankenhaus auch nicht. Sie kommt bestimmt zurück. Ich glaube, sie hat einen anderen Mann. Sie hat einen Bot angeschafft. So ein Base-5-Ding. Ein Base-5? Wozu hat sie den denn gekauft? Um mich zu nerven wahrscheinlich. Der Bot hat einen Memory-Chip. Und weiter? Ich will ihn auslesen. Der Bot hat aufgezeichnet, wer bei mir im Apartment war. Sie will gehen? Meinetwegen. Aber James bleibt bei mir. Verstehe. Soweit ich weiß, sind diese Chips verschlüsselt. Deshalb komme ich zu dir. Zeig mal her. Okay, das ist eine Level-2-Verschlüsselung. Das kriege ich hin. Ach, na dann. Aber ein bisschen. Eine Stunde auf jeden Fall. Ich muss sowieso zu Frank. Mach dir nicht so viele Sorgen. Das klärt sich schon auf. Okay, die beste Verschlüsselung der Welt scheinbar. Die kann ich jeder in einer Stunde hacken. Richard, ich wäre soweit. Das freut mich ja.
ist Richard. Hey, alles klar? Innenstadt Warschaus schweren Schaden angerichtet. Von wo kam die Stimme jetzt? Ein 52 Stockwerke hohes Verwaltungsgebäude wurde von 5 Marschflugkörpern getroffen und brannte bis auf die Grundmauern aus. Das hört sich doch nice an. Ich glaube, ich soll da hinten ins Büro, ne? Das sieht aus wie das Chefbüro. Die Gesellschaft Marset gestern auf einer Pressekonferenz mit. Die Gesellschaft rechne damit, dass die Kolonie innerhalb weniger Tage autark werden könne. Wie erst heute bekannt wurde, haben Cyberkriminelle bereits im vergangenen Monat den Kommunikationsdienst The Cloud gehackt. Ein Sprecher des Dienstes teilte mit, dass die Eindringlinge in der Lage seien, im großen Stil falsche Identitäten herzustellen. Experten vermuten die Organisation. Das kennen wir schon. Ich kann diesen Printerfraß nicht mehr sehen. Verdammtes Embargo. Japanische Spezialitäten aufgrund des Handelsembargos der Eastern Union können manche Speisen nur noch assembliert angeboten werden. Ja, geil. Ihre Stimme. Kaffeemaschine. Kurz Nutrition Labs, natürlich. Eigentum von The Voice, bitte trinken Sie nicht mehr als 4 Tassen koffeinhaltigen Kaffee am Tag. Achten Sie auf Ihren Blutdruck. Never. Ich meine, Richard wirkt ja jetzt nicht so, als wenn er ein Blutdruckproblem hätte, oder? Habe ich jetzt eine Tasse im Inventar oder habe ich hier einfach getrunken oder Kaffeetasse gefüllt? Nice. Was mache ich denn mit dem Kaffee jetzt? Autonome Energieversorgung. Das teilte ein Sprecher der Siedlungsgesellschaft Marset gestern auf einer Pressekonferenz mit. Die Gesellschaft rechne damit, dass die... Wir können uns da hinten vielleicht ein bisschen Schlagzeilen vergangener Tage angucken. Was haben wir da? Run. Riots in Germany. Okay. Work. Being the new kid in town. Tracked the new data collection. In der Debiusstraße. Oh, hey. Oh, we lost control. Feel small. Okay, ja. Hört sich alles sehr super an. Und hier ist mein Arbeitsplatz, oder was? Hey, Richard. Lange nicht gesehen. Weil ich nicht da war. Weil ich nicht da war. Frank Lloyd und Troy Davis. Okay, also der sitzt jetzt schon an meinem Rechner auf jeden Fall. Freue ich mich natürlich. Guten Morgen. Morgen. Mr. Nolan? Ja? Ich wollte mich kurz vorstellen. Jetzt nicht bitte, ich habe zu tun. Aber ich... Bis später, okay? Na gut. Vielleicht ist er auch unser Praktikant. Wenn alles gut läuft. Richard, mein Lieber, komm rein. Sag mal, was machst du denn für Sachen? Tja, keine Ahnung. Ein Unfall eben. Und du kannst dich an nichts erinnern? An den Unfall nicht. Was sagen die Ärzte? Die sagen, ich bin bald wieder voll da. Gut, sehr gut. Ihr werdet mich noch ein bisschen aushalten müssen. Ja, genau. Hör mal, Richard, du musst dich jetzt nicht gleich wieder total aufreiben. Denk an deine Gesundheit. Du hast Familie. Geht dich nichts an. Du redest, als ob ich todkrank wäre, Frank. Mir geht's gut. Du solltest kürzer treten, wirklich. Mach dir um uns keine Sorgen, wir kommen zurecht. Ihr kommt zurecht? Wie meinst du denn das? Gibt es was, das ich wissen sollte? Augenblick mal. Mr. Lloyd? Ich hätte jetzt Zeit. Gleich, Troy. Ich spreche hier gerade mit einem alten Freund. Entschuldige. Vielleicht mache ich einfach mal das Ding zu. So, jetzt sind wir ungestört. Was ist hier los, Frank? Hör zu, Richard. Ich wollte schon länger mit dir darüber reden. Wir haben neue Direktiven bekommen aus der Geschäftsleitung. Aha. Ja, sie betreffen auch deine Arbeit. Bin ich gefeuert?
Das ist nicht dein Ernst, Frank. Nein, gefeuert doch nicht. Wir organisieren nur die Zusammenarbeit neu. Wir würden dich gern als freien Autor einsetzen. Du bekommst einen Rahmenvertrag, ein Jahr erstmal und dann sehen wir weiter. Hast du doch gefeuert. Ihr schmeißt mich raus. Ich glaub's ja nicht. Schau mal, du hast viel für The Voice getan und wir möchten dich auf jeden Fall halten, aber... Aber was? Aber deine Kolumne. Es gibt durchaus auch kritische Stimmen dazu. Na und? Ich bin Journalist, Frank, kein Hofberichterstatter. Journalist warst du mal, und zwar ein verdammt guter. Und was bin ich jetzt? Jetzt bist du ein Mann mit einer Agenda. Na super. Aber einer muss diese Sachen schreiben. Die Menschheit ist dabei, sich abzuschaffen, Frank. Und darüber sollen wir nicht schreiben dürfen? Bin ich jetzt ein Terrorist oder was? Richard, es gibt auch Leute, die keine Maschinenstürmer sind. Ich verstehe. Kann ich wenigstens meinen Arbeitsplatz im Newsroom behalten? Richard, wir kennen uns schon lange, aber du musst verstehen... Alles klar. Natürlich bist du immer willkommen. Du kannst auch die Cloud-Services weiter benutzen. Okay. Und wenn du irgendwas brauchst... Dann komme ich zu dir. Hey, wir sind Profis, oder? Du weißt so gut wie ich, dass es schon mal so laufen kann. Okay, Frank. Du hast bestimmt noch zu tun. Ja, wie unerfreulich. Oh nein, danke, Richard. Ist nicht gut für mein Herz. Deswegen habe ich dir den doch angeboten. Nein, aber er ist ein alter Freund von uns, ne? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass er nichts dafür kann. Ich weiß nicht, ob er für uns gekämpft hat oder nicht, aber... Ja, der ist mir so egal im Moment. So, kann ich meinen Arbeitsplatz noch verschlüsseln, damit da niemand rankommt? Das ist echt unerfreulich. Kann ich Cindy vielleicht... Heißt sie Cindy? Ein Drohnenangriff der Mal gucken, ob ich ihr einen Kaffee anbieten kann. Perry heißt sie. Naja, fast. Jetzt nicht, danke. Keiner will meinen Kaffee. Den habe ich mit so viel Liebe gekocht. One aus. Was sind die Mission von dieser Drohne die hier? Mars-Kolonie Red One testet zurzeit ihre autonome... Danke. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Ist was passiert? Hat Frank dich auf irgendeinen Mist angesetzt? Nein. Was dann? Was ist los? Ich bin gefeuert. Was? Rausgeschmissen, ja. Wieso das denn? Das musst du Frank fragen. Irgendein Schwachsinn. Direktive der Geschäftsleitung. Ich bekomme einen Projektvertrag. Auf ein Jahr befristet. Das gibt's doch nicht. Du musst dir einen Anwalt nehmen. Ach, hör bloß auf. Und musst du jetzt deinen Arbeitsplatz räumen? Dein neuer Kollege Troy sitzt da ab morgen. Frank lässt mich aber hier noch ein bisschen rumlaufen. Ich darf auch das Netzwerk benutzen. Großzügig, was? Wie bist du mit dem Memory Chip vorangekommen? Ach so, ja, ich bin fertig damit. Na und? Was ist drauf? Zeig mal her. Na schön. Sieh's dir an. Mosaik wechseln. Ah, okay. Nein. Muss einer der anderen Räume sein. Na
So ganz verstehe ich das Ding noch nicht. Vor allem, weil ich auch immer durch die gleichen drei Bilder irgendwie geschubst werde, oder? Ich damit irgendwas machen? Falsch herum. Ich kann ja da drin irgendwie nicht herumlaufen oder so. Oder doch? Hinter mir passiert ja nichts, ne? Das ist ja hier die ganze Zeit der Newsraum. Das kann nicht stimmen. Flucht. Okay, ich kann ihn also immer so ein bisschen anders. Okay, also ich kann mich drehen und dann immer so eine kleine Scheibe von diesem Raum halt. Das ist es noch nicht. Entstehen lassen quasi. So, dann setze ich das hier so zu so einem schönen Puzzle zusammen irgendwie. Okay. Okay. Das sieht besser aus. Das sieht besser aus, aber es passt halt immer noch nicht zusammen, ne? Das hier passt noch besser zusammen. Versuchen wir mal hier den ganzen Raum zusammen zu tackern. Das ist okay. So. Flucht. Das ist okay. Das sieht besser aus. Ich hab's. Da. Da ist er. Siehst du ihn? Was macht dieser Armleuchter in meinem Apartment? Wie es aussieht, hilft der Tracy beim Zusammenpacken. Er spricht mit meinem Jungen. Ich bringe ihn um, Steve. Ich schwöre dir, ich bringe ihn um. Wer ist das? Richard, du weißt doch gar nicht, wie er zu Tracy steht. Er könnte einfach ein Umzugshelfer sein. Umzug wohin? Es ist doch ganz klar, was da läuft. Tracy ist mit diesem... Und James. James hat sie gleich mitgenommen. Ich muss wissen, wer das ist. Ich muss meinen Jungen zurückholen. Du musst mir helfen, Steve. Ihn identifizieren? Na gut. Wir können es ja mal probieren. Mach eine Bildvergleichssuche. Schick es durch die Archivdatenbank. Okay. Tja. Nichts. Gar nichts? Er muss doch irgendwelche Spuren in der Cloud hinterlassen haben. Vielleicht ist er ein Hacker. Was ist mit seinen Bewegungen? Die kann ich nicht prüfen. Vielleicht doch. Es gefällt mir nicht, aber... Move Scan. Wir checken sein Bewegungsprofil und finden raus, wer er ist. Richard, Move Scan ist eine Polizeidatenbank. Damit finden wir ihn. Hast du nicht selbst dazu einen Riesenartikel? Ich weiß, Steve. Aber hier geht's um meinen Jungen. Wir brauchen nur einen Zugang. Das ist illegal. Außerdem, wo willst du denn... Das lass meine Sorge sein.
Zwielichtiges Volk gibt's unten ja genug. Okay, Steve. Danke erstmal. Ich muss los. Ich melde mich. Okay. Wenigstens haben wir ihm Kaffee gegeben. Kann ich eigentlich noch einen Kaffee klauen? Netzwerks oder eines gegnerischen Geheimdienstes hinter den Attacken? Ah, scheinbar nicht. Okay. Dann müssen wir wieder raus. Flash von The Voice, ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Gut, und dann machen wir hier an dieser Stelle einfach beim nächsten Mal weiter. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier mal den Hacker interviewen, ob er uns Movescan-Zugang verschaffen kann. Macht's gut und bis dann. Ciao.